betont Buchter. Bei einem Giftgasunfall mit Ammoniak sind in Wien über 60 Menschen verletzt worden. Ein Leck in einer Großkühlanlage im 3. Bezirk hat gestern Abend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Am Tag danach die Quelle des gestrigen Ammoniakaustritts. Die Firma Wiener Kühlhaus WKF GmbH am Franzosengraben in Erdberg. Ein Großkühlhaus, in dem Tiefkühlware gelagert und Fleisch zur Produktion von Tiernahrung gekühlt wird. Der Geschäftsführer führt uns heute zu jener Maschinenraum, in dem das Leck war, aus dem gestern Abend Ammoniak ausgetreten ist. Aus Sicherheitsgründen gehen wir da heute nicht hinein. Wir bedauern, dass wir so ein großes Chaos verursacht haben und dass es auch Verletzte gegeben hat. Und wir haben alle Vorkehrungen getroffen, dass nicht weiteres Ammoniak A austritt und B, dass alle sicherheitsrelevanten Teile überprüft werden und dass solche Dinge nicht mehr vorkommen. Das Leck gerade einmal daumengroß in einem Verbindungsstück zwischen zwei Rohren. 1000 bis 1200 Kilo Ammoniak sollen laut dem Geschäftsführer ausgetreten sein. Die Auswirkungen waren enorm. Szenen wie diese spielen sich in Wien nur selten ab. Gesperrte Straßenzüge, ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettung mit Sonderfahrzeugen und Spezialeinsatzkräften, die versuchen, das Leck zu dichten. Gegen 20.45 Uhr ist es auch gelungen. In der Kühlfirma geht man von einem Materialfehler aus als Ursache für das Leck. Die Polizei ermittelt jetzt routinemäßig, wie es heißt, ob fahrlässig.